Hi Freunde, willkommen zu dieser weiteren und neuen Folge von Tyrant Informiert. Und zwar ist es, will ich es einfach relativ kurz und knapp halten, das Ganze. Auch jetzt mit keinem Hintergrund oder so, sondern einfach nur so, ihr seht mich. Gut, kommen wir schon zur Sache. Im Titel steht schon, es geht um Streamzeiten und meine Pläne mit Mixer. Ich fange mal an mit meinen Pläne für Mixer. Momentan streame ich auf YouTube und Mixer aus dem einfachen Grund, um meine Reichweite zu steigern, um später wieder nur auf Mixer zu streamen. Der Punkt ist einfach, durch Mixers FTL und 0 Sekunden und Co-Stream, was es alles anbietet, ist es für mich einfach die attraktivste Plattform. Und auf Mixer habe ich mit euch nämlich noch was vor. Aber das kann ich halt nur realisieren, wenn ihr mir auf Mixer folgt, da meine Streams hauptsächlich anguckt. Klar könnt ihr auch auf YouTube gucken, ich schreibe euch da nichts vor. Aber vielleicht so ein bisschen verbreitet, dass es halt Mixer gibt und dass ich halt auf Mixer hauptsächlich tätig bin oder tätig sein werde. Denn ihr kennt ja zum vielleicht von Telltale Games das Crowdplay. Und mein Plan ist es, später auf Mixer dieses Crowdplay für euch zur Verfügung zu stellen. Und ihr werdet das Spiel dann direkt spielen, Entscheidungen treffen. Und ich bin, sage ich mal, nur die Person, die die Figur dann im Spiel steuert. Die Dialoge werdet ihr komplett übernehmen, denn Mixer kann ja Interaktivität sehr, sehr gut bereitstellen und da werde ich dann halt für euch Buttons einfügen, die ihr dann drücken könnt, damit das dann im Spiel getriggert wird. Und das werde ich dann halt mit Telltales Crowdplay machen, denn ihr wisst ja, ich bin ein großer Adventure-Fan. Und ja, das ist so mein Plan mit Mixer, aber dafür brauche ich da wenigstens eine relativ hohe Zuschauerschaft, sag ich mal, oder halt Stammzuschauer dann, die das machen würden. Da würde ich dann sogar feste Tage festlegen, wo dann dieses Crowdplay Let's Play kommt und das würde dann auch wirklich immer eine Episode komplett durchgestreamt werden in einem Rutsch. So dass es da halt keine Lücken gibt, also würde in der Regel dann vielleicht 5 Folgen halt kommen. 5 Crowdplay Streams dann. Natürlich würde das Ganze auch auf YouTube dann veröffentlicht werden, einfach nur um die Bekanntschaft von Mixer damit dann auch nochmal zu erhöhen, weil Mixer ist einfach eine sehr, sehr schöne Streaming-Plattform. Und ja, wie gesagt, ich würde mich halt sehr freuen, wenn ihr da wenigstens mal drauf gehen könnt auf meine Mixer-Seite. Oder lasst, wie gesagt, ich streame halt immer auf YouTube und Mixer mit Mixer FTL, 0 Sekunden Delay, also ihr seht alles in Echtzeit, während YouTube, keine Ahnung, 10, 15, 20 Sekunden Delay hat oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, das waren dann so meine Pläne mit Mixer und dann jetzt zu Streamzeiten. Aus privaten Gründen werde ich mir Streamtage und Zeiten nochmal hinlegen, die noch nicht zu 100% Stein gemeißelt sind, aber es wird wahrscheinlich so bleiben, denn eigentlich sind sie jetzt gerade schon inoffizielle Tage entstanden, zum Beispiel so wie Sonntag, so wie heute, 18 Uhr ist jetzt definitiv ein Fixtag, da kommen jetzt definitiv dann die Streams, ein Stream. Dann Mittwoch 18 Uhr und Freitag 18 Uhr. Ist wieder noch nicht ein Stein gemeißelt. Es könnte sein, dass sich der Freitag auf vielleicht Montag oder Dienstag verschiebt. Das ist durchaus möglich. Aber Mittwoch und Sonntag sind definitiv fix, denn da streame ich eigentlich immer. Aber ich werde mir trotzdem vorbehalten, keine Spiele fix zu machen, sondern halt das, worauf ich dann an dem Tag gerade Lust habe zu spielen. Also könnte es durchaus mal sein, dass in einer Woche dreimal Paladins kommt. Weil Paladins, es geht immer. Man sieht es auch auf YouTube, meine Aufrufe. Das ist ja wirklich für meine Verhältnisse sehr, sehr schnell und gut, was da an Aufrufe geht. Bei meinen separaten Paladins Videos, die ich auskoppel. Und auf YouTube werden auch die
Livestreams nicht gespeichert, außer von The Hunter. Wenn ihr halt die ganzen Livestreams sehen wollt, geht auf Mixer. Da sind die bereitgestellt als VOD 14 Tage lang. Und ja, eigentlich war es das nämlich auch schon. Wie gesagt, ich würde es relativ kurz halten. Ist jetzt, glaube ich, doch ein bisschen länger geworden wie geplant. Ich habe jetzt auch keine U-Zeit, wie lange. XSplit zeigt mir da nichts an. Ja, wie gesagt, das war es dann eigentlich schon. Ich werde es wahrscheinlich jetzt als Grafik nochmal einfügen, so wie jetzt im Nachhinein, wenn ich weg bin, dass ihr seht, nochmal, wann die Streamzeiten sind und die Pläne mit Mixer halt nochmal. Also ich bin dann schon mal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Mixer bei einem Livestream. Wie gesagt, heute Sonntag, 18 Uhr gibt es The Hunter. Das ist ja schon fest. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaltet, genau, und mit mir einen chilligen Jagdausflug macht. Ich bin das mal aus. Macht's gut.